In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Chatverlauf animieren kann. Ich befinde mich hier in VideoVision 2024. Im Layout Designer habe ich neben den Mittellinien auch noch die Standardlinien aktiviert, um ein feineres Raster zum Ausrichten zu haben. Als erstes füge ich einen Hintergrund ein. Das kann ein Foto sein oder auch hier einer von den mitgelieferten Hintergründen. Der Hintergrund braucht keine Einblendung. Vor diesem Hintergrund werde ich jetzt den Chat animieren und da starte ich mit der ersten Chatblase oder auch Bubble genannt. Dafür verwende ich die dynamische Rechteckform. Die Bubble, die ich jetzt erstelle, kann ich dann auch für alle weiteren Chat-Beiträge verwenden. Ich verkleinere die Rechteckform im Layout Designer. Und dann ändere ich als erstes mal die Farbe. Ich habe hier die Farbpalette Pastellfarben und dann nehme ich erstmal so ein Hellgrün. Des Weiteren möchte ich, dass die Form so ein bisschen wie eine Sprechblase aussieht und dafür braucht die unterschiedliche Ecken. Ich runde drei Ecken ab und nur die links oben lasse ich eckig. Dann sieht das so aus. Ich zeige das nachher in groß, dann kann man es besser sehen. Und den Rand mache ich noch ganz leicht weich. Des Weiteren aktiviere ich noch das Liegenlassen, nicht ausblenden. Dann schnappe ich mir das Textobjekt, um meinen ersten Text anzulegen. Es ist recht hilfreich, schon vorher ungefähr zu wissen, was man schreiben möchte, damit man die Inhalte dann auch gleich passend anlegen kann. Ich füge meinen Text hier ein und passe die Formatierung an. Als Schriftfarbe wähle ich ein Schwarz. Die Schriftgröße setze ich auf 14. Probiert da auch ruhig mal andere Schriftarten aus. Im Beispiel vom Anfang hatte ich Roboto. Hier lasse ich jetzt einfach Open Sans. Dann platziere ich meinen Text und passe diesen Auswahlrahmen nochmal von der Größe her an. Noch die Ausrichtung ändern. Und jetzt brauche ich mein Rechteck eigentlich nur noch auf die Größe von meinem Text bringen. Ich klicke das Rechteck im Layout Designer an und schiebe das jetzt passend zum Text. Und damit wäre die erste Bubble schon fertig. Bei den meisten Chatprogrammen sieht man neben dieser Bubble auch immer noch ein Foto vom Absender. Das ergänzen wir jetzt auch noch. Ich hole mir hier ein Bild und ich möchte einen runden Kopf zeigen. Das könnte man mit einem Bildeffekt machen. Ich nutze in diesem Fall aber einfach mal den Effekt statische Maske. In den Effekteigenschaften wähle ich eine Kreismaske aus. Damit erhalten wir einen runden Ausschnitt aus unserem Foto. Weil das Foto aber ein Hochformat ist, sehen wir den Kreis noch nicht komplett. Deswegen skaliere ich jetzt die Maske, mache die Maske also kleiner und dann platziere ich die Maske noch dort auf unserem Foto, wo auch der Kopf zu sehen ist. Dann noch das Maskenbild links neben die Bubble schieben und dann schauen wir uns noch einmal die Einblendung an. Das Maskenbild soll keine Einblendung haben. Das Textobjekt soll auch keine Einblendung haben. Diese stelle ich auf keinen Effekt und unter Anpassen gehe ich auf Ausblendung und wähle hier liegen lassen, nicht ausblenden. So ist sichergestellt, dass Text und Texthintergrund immer gleich lang zu sehen sind. Die Chatnachricht soll jetzt mit einer Einblendung ins Bild fahren. Dafür lege ich alle Bestandteile in eine Flexikollage, also Rechteck in die Flexikollage, Text und statische Maske, alles in die Flexikollage. Und die Flexikollage erhält dann die Einblendung schieben. Und zwar von links, ohne Bewegungsunschärfe, in 0,5 Sekunden. So sieht das erst einmal aus. Und etwas Wichtiges fehlt noch, nämlich das Geräusch dazu. Ich habe mir vorher auf Pixabay schon passende Sounds herausgesucht.
Sucht da zum Beispiel mal nach Chat oder Message. Ihr findet solche Geräusche auch in der YouTube-Mediathek. Ladet die euch herunter und fügt sie dann als Soundobjekt ein. Ich spiele es in groß ab. Achtung! Dann animieren wir die Antwort. Dafür kopiere ich noch einmal die komplette Flexikollage und passe sie jetzt an mehreren Stellen an. Die Flexikollagen setze ich erst einmal genau untereinander, um besser abstimmen zu können, die Breite und Anordnung. Das Timing, wann welche Bubble erscheint, mache ich erst am Ende. So, ich benenne mir diese Flexikollage in rechts, damit ich weiß, die kommt von rechts herein und ändere auch gleich entsprechend die Einblendung schieben auf von rechts. Dann ändere ich die Rechteckfarbe. Nehme hier eher eine bläuliche Farbe und ändere die Ecke. Links oben ist jetzt auch abgerundet und rechts oben dafür eckig. Dann ändere ich den Textinhalt, passe den Auswahlrahmen vom Text an und ändere dann entsprechend die Größe vom Rechteck-Hintergrund. Jetzt muss noch das Bild ausgetauscht werden. Ich ziehe das neue Bild direkt auf das vorhandene und ersetze es damit. Der Kopf ist im Foto jetzt an einer anderen Stelle, deswegen muss ich auch die Position der Maske im Maskeneffekt ändern. Dafür den Maskeneffekt markieren und über Verschiebung X die Position der Maske ändern. Die Größe der Maske lasse ich aber gleich und verschiebe nun die Maske rechts an die Chatbubble. Noch liegen beide Beiträge genau übereinander. Die Anordnung nehme ich jetzt über die Flexikollage vor. Ich markiere die Flexikollage und ziehe meine komplette Collage nach unten. Man sieht jetzt auch gut, das blaue Rechteck ist zu breit und das ändere ich jetzt nochmal. Ich markiere hier das Textobjekt, ziehe den Auswahlrahmen kleiner und markiere dann auch nochmal die Rechteckform und ziehe die ebenfalls kleiner. Ein bisschen Platz rechts neben dem Text habe ich noch gelassen. Da kann man prima noch einen Smiley einfügen. Den suche ich mir in der Toolbox bei den Objekten heraus, füge ihn ein und passe mir die Größe genau auf meine Rechteckgröße an. Damit steht die zweite Bubble auch soweit. Wer möchte, kann noch den Sound austauschen, sodass ein anderes Geräusch kommt. Das mache ich auch eben kurz. Und dann füge ich noch einen dritten Kommentar hinzu. Dafür kopiere ich wieder meine erste linke Bubble, setze die mir hier runter, passe den Inhalt an. Die Farbe vom Rechteck kann ich lassen. Den Textinhalt ersetze ich. Das mache ich jetzt zweizeilig. Ihr könnt dann euch immer diese Vorlagen einzeilig, zweizeilig, dreizeilig auch immer wieder passend weiter kopieren. Spart euch dann also immer ein bisschen dieses Ausrichten. Und die Antwort kommt hier noch von einer dritten Person. Das heißt, ich tausche auch nochmal das Foto aus. Und passe mir wieder die Maske an, also platziere die Maske korrekt auf meinem Foto. Dann die runde Maske wieder passend zum Text platzieren. Und ich markiere wieder die Flexikollage, um die Anordnung meines Beitrags vorzunehmen. Und dann kopiere ich noch einmal den Beitrag, der von rechts kommt. Und da entferne ich mal den Text und lasse nur noch einen Smiley sprechen. Um alles noch ein bisschen hübscher wirken zu lassen, könnt ihr noch den Schatteneffekt verwenden. Den Schatteneffekt findet ihr in VideoVision und in Stages. Legt alle vier Flexikollagen in den Schatteneffekt. So hebt sich der Chatverlauf einfach etwas schöner vom Hintergrund ab. Und jetzt geht es nur noch um das richtige Timing. Ich ordne die Flexikollagen im Schatteneffekt so zeitlich versetzt an. Das geht entweder durch Ziehen in der Timeline oder indem ihr oben in den Eigenschaften den Abstandswert eingebt. Denkt daran, dass die Leute etwas Zeit brauchen, um den Text zu lesen und dass es auch eigentlich etwas Zeit dauert, um die Antwort zu tippen. Und mit etwas Probieren bekommt man dann ein stimmiges Ergebnis. Und noch ein Tipp zum Schluss.
Ihr könnt so einen Chatverlauf auch im Seitenverhältnis 9:16 animieren. Stellt dafür einfach euer Projekt direkt auf 9:16 ein und ihr könnt damit zum Beispiel Shorts für YouTube erstellen oder auch Videos, die auf dem Handy hochkant abgespielt werden können und so einen Chatverlauf simulieren. Das Projekt erstellt ihr genauso wie eben gezeigt. Ihr könnt Hintergründe verwenden, ihr nehmt die dynamische Rechteckform, um die Bubbles zu erstellen. Und wenn alles fertig ist, exportiert ihr dieses Projekt auch als 9:16 Video. Das Programm sorgt automatisch für die richtige Einstellung. Ihr bestimmt nur die Auflösung, mit dem das Video exportiert werden soll. Ich zeige gleich noch ein Beispiel, wie es im Hochformat aussehen könnte. Viel Freude beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!